Ja, da sind wir wieder und wir haben beim letzten Mal tatsächlich das letzte oder das fünfte Element, das Null-Element gefunden. Aber das Spiel ist noch nicht zu Ende. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir uns als nächstes, womit wir uns als nächstes rumärgern dürfen. Ja, schauen wir doch mal. Getan hat sich da nicht so wirklich viel. Ich schaue mir jetzt mal dieses Null-Element an. Wie es leuchtet. Ich kann aber nichts damit machen. Also ich kann Was das ist hier nicht das? rausnehmen. Wir haben hier furchtbar viele Symbole. Wir haben hier unser... Was war es jetzt? Hexagon? Ja. Das sehen wir Beziehungsweise hier... ich würde es als Prisma bezeichnen, Ja, als hier im, dreidimensionale Struktur. an diesem Scheiß, Gestänge. Hier oben sieht man das nochmal. Mit dem Symbol hatten wir es ja die ganze Zeit zu tun. scheiß. Das Ich kann das hier alles Element. bewegen, aber mehr auch nicht. Ich glaube jetzt nicht, dass da noch irgendwas drin verborgen ist. Will ich mir das ein oder sieht das Ding in der Mitte ein bisschen aus wie ein 20-seitiger Würfel? Das hier, was meinst du jetzt? Das Ding, der Kristall. Ja, Das er hat halt wäre. eine gewisse Anzahl an Facetten und das hat nun mal ein 20-seitiger Würfel hat 20 Facetten, also. Ja, nee, die Sache ist, fünftes Element. Würde man das Periodensystem durchgehen, würde man bei Bohr landen. Und Bohr kristallisiert als 20-seitiger Würfel sozusagen, als Alkosaeder. Scheiß Ja, ich weiß. Chemiestudenten, das ist ja zum Kotzen. Also, Ich würde sagen. du glaubst doch nicht ernsthaft, dass jemand so ein Wissen voraussetzt. Nein, aber hätte. Wenn es so ist, bin ich froh, dass ich dich dabei habe. Aber, oh, was haben wir denn da? Guck mal, das ist neu. Ja, das ist neu. Ich glaube nicht, dass es vorausgesetzt ist, aber ich finde es eine amüsante Bemerkung. Ich setze das mal da drauf. Ja. Es geht Wäre jetzt auch nicht. das Spontane, was ich tun würde. Es geht nicht. Das ist blöd. Er sagt nichts dazu und ich kann nichts damit machen. Dann Aber müssen wir irgendwas uns ist was anderes hier. suchen. Gehen wir doch Moment. nochmal auf die Ja, genau. Schauen Wurzel wir der doch nochmal Tatsache. nach. Wozu haben wir sie denn? Unseren Wunderkasten. Ah, ja. Jetzt Da, bin ich aber gut. überrascht. Ach du Scheiße. Oh nö, nicht dieses Ding Ja, aber wieder. ich kann noch gar nicht mehr drehen, oder? Oder kann ich noch? Muss ich das jetzt vielleicht so drehen, dass das dann wieder... Oh Gott. Wie soll das klappen? Also, ich kann Und wir wollen immer... das. Aber wie soll ich jetzt drehen? Habe ich da noch Pfeile? Ich habe immer noch Pfeile, aber an denen hat sich irgendwie nichts ge... Ups. Ja, so viel wollte ich jetzt gar nicht. Das Problem müsste jetzt ja eigentlich sein, dass jemand verschiedene Stücke sieht. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. Dass wir dann irgendwann drei Stücke haben, die wir perspektivisch. Nee, das kann doch nicht Nein, sein. aber das hat sich doch jetzt gar nicht verändert hier. Vielleicht bleibt die. Sobald du das richtige Symbol einmal eingestellt hast, bleibt das vielleicht, aber. Das ist komisch. Also pass auf, merkt ihr das jetzt einfach mal. Ja, also in der Mitte haben wir diesen Teil. Und links haben wir Ein Teil, der diesen jetzt überhaupt nicht Teil. passt. Und jetzt drehe ich mal und schau mal, was dann passiert. Also es hat ja auf jeden Fall wieder was mit diesem Rätsel zu tun. Sonst hätte sich das jetzt nicht verändert. Joa. Und jetzt nehme ich mal komplett den entgegengesetzt, also den... Den hier, genau. Ah, noch ein kleines Stückchen. So. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Dann schauen wir mal, ob sich da jetzt was getan hat. Nö. Das ist genau die Soweit gleiche Ansicht. war es bei mir nicht. Kannst du vielleicht die Bänder angreifen, also anziehen? Nee.
Ja, vielleicht kann ich das. Vorhin ging das auch immer erst, wenn ich eine bestimmte Perspektive hatte. Aber ganz ehrlich. Aber die will sich jetzt nicht ausrichten, also. Vielleicht brauchst du mehr Guckrahmen. Können wir irgendwo. Was Können wir brauche ich? versuchen, mal da oben das fünfte Element draufzustellen? Da drauf. Ja. Das Will bewegt ich. sich, gar nicht aus dem Inventar raus. Ich versuche mal das Element in die Mitte zu stellen. Kann ich auch nicht. Weil ich kann die Mitte nicht anwählen. Ah, okay. Moment. Hätte ja sein können, aber nee. Ja. Und wenn ich das jetzt einfach wieder so einstelle, wie es ursprünglich war. So. Also hier Ah, verändert war sich Dora. nichts. Und schade, es ist doch kein 20-Seiter. Es hat auch nicht viel dreieckige Flächen. Nicht dreieckig. Mein Wecker hat gerade wieder geklingelt. Entschuldigung. So. Also gut, da kommen wir jetzt auch nicht weiter. Wir haben hier dieses Teil, Die mir nichts tun können. mit dem wir nichts tun können. Also Tatsache ist doch irgendwie wahrscheinlich, dass wir das Ding in der Mitte dazu bringen müssen, dass es uns wieder dieses Hexagon anzeigt. Wahrscheinlich. Wozu haben wir das? Warum können wir da näher ran? Ich glaube, da drauf stand das Ding eben. Da haben wir es, glaube ich, von runtergenommen. Ja? Okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich auch nicht. Ich bin vergesslich. Wir können hier wieder irgendwas machen, aber ich weiß noch nicht was. Ja, das ist die große Frage. Diese Steine sollen im Hintergrund, da kann man auch nichts drauf erkennen, oder? Was meinst du jetzt? Diese zwei Steinklöpse da. Nee. Aber die sind auch nur da, wenn wir da durchgucken. Ja, der rechte ist auch so komisch geformt, glaube ich. Wie der Kristall. Ja. Diese eindeutige Form. Ja. Aber warum werden diese zwei Teile hier angezeigt? Und warum auf diese Art? Moment. Das ist. Ist es rechts und das ist in der Mitte, oder? Also wenn man jetzt wieder davon ausgeht, dass das wieder vier Reihen sind. Aber ist es in der Mitte oder ist es rechts? Das können wir uns sparen, die Überlegung, weil wir haben nur. Oh, die sehen ja eigentlich alle Seiten, ne? Wir sehen Ich nicht glaube. alle Seiten, aber. Eben. Vor allem eins rechts, eins links, oder wie willst du das dann machen? Ja, das haut auch nicht hin, weil. Ich glaube, das hätte das Spiel dann eindeutiger designt. Ja, ich denke auch. Ich gucke mir einfach nochmal diese komischen Klumpen, diese Dinger hier an. Vielleicht haben die sich ja auch irgendwie verändert, dass ich da jetzt was anderes machen kann und nicht mehr dieses Blau-Rot habe. Na doch. Ja. Also ich. Jetzt hängen wir ja schon wieder fest, Mensch. Schon wieder einen halben Part lang nichts geschafft hier. Was haben wir denn da noch? Also da Was können sehe wir, ich? glaube ich, nichts mehr machen. Drückt das Knopf Moment, hier. Moment, Moment, Moment. Das ist doch genau das Symbol, was wir jetzt gerade gesehen haben. Diese zwei Teilsymbole, wenn man die zusammensetzt, dann schaut das so aus. Mag sein. Aber er macht nicht mehr. Vor allem, das ist ja auch nicht das richtige Symbol, ne? Nein, eigentlich nicht, aber vielleicht. Genau, wenn man die zwei zusammensetzt, erscheint genau das Symbol, was wir jetzt gerade in dem Rad gesehen haben. Ja.
Und irgendwie kann ich das Ding doch drehen. Vielleicht muss ich einfach nur das auf die richtige Position drehen. Vielleicht waren die anderen Positionen einfach falsch. Vielleicht muss ich das irgendwie. Ich drehe das jetzt mal so. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass das jetzt was bringt, aber. Ja, da müssen wir wohl irgendwie was anderes machen. Gibt's doch gar nicht. Kann ich denn noch irgendwo irgendwas machen? Meinst, müsstest du auf dem Bildschirm rumklicken? Ja, zum Beispiel. Oder hier nochmal. Ich muss doch hier irgendwas übersehen haben. Das gibt's doch gar nicht. Wir können nicht das fünfte Element in die Mitte stellen. Ja, das irritiert mich auch, dass ich mit dem fünften Element selber nichts machen kann. Noch. Aber vielleicht muss ich es mir doch noch mal genauer anschauen, weil. Vielleicht müssen wir es befreien. Perpetuum mobile. Physikalisch unmöglich. Ich kann nichts anklicken oder so. Ich kann hier kein Okular benutzen. Einfach mal reingreifen und rausholen. Das versuche ich auch schon die ganze Zeit. Das geht auch nicht. Ach, es ist jetzt doof. Das sieht auch noch genauso aus, gell? Und wenn ich das so ausrichte, dass das genau da drauf zeigt, mit dem einen Pfeil, aber warum? Also was sollte das bringen? Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Man kann es vielleicht nur so drehen, dass die beiden Pfeile auf jeweils diese Leuchtekugeln an den Enden zeigen. Nee, das haut noch nicht mal hin. Es gibt zwei Pfeile im 180 Grad Abstand. Ach so, die zwei. Ich weiß, bei den zweien. Ja. Ich bezweifle zwar nicht, dass es was bringt, aber vielleicht hilft uns unser Freund der eindeutig geformte Kristall doch noch mal weiter. Das Problem ist, ich sehe die jetzt noch nicht mal richtig. Okay, so. So? Ja, zu weit, glaube ich. Aber ja, lass einfach mal stehen. So in etwa. Wenn man aus Prinzip die Dinge nicht mit dem anderen Pfeil über Deckung bringen. Ja, passt. Gucken wir mal. Unverändert. Carpador. Moment, jetzt zoomt er mir richtig ran. Das hat er die ganze Zeit nicht gemacht. Das Ah hatte ich ja. versucht. Das heißt, jetzt kann ich die wahrscheinlich bewegen. Moment. Uch. Oh, fieser Flash. Ja. Ja. Schön. Moment, da ist Oh was. Gott. Aber ich kann es immer noch nicht draufstellen, das Element. Aber jetzt kann ich mir vielleicht den Rest angucken. Oh mein Gott, die Überwältigung von Da ist auch Nyx. noch was. Aber ich kann es nicht drehen. Ich habe jetzt gedacht, ich kann diese einzelnen Bausteine vielleicht drehen, wie beim Zauberwürfel oder Oh so. Gott. Also schon krass, was wir auf einmal für eine Umgebung haben, ne? Oh, ich kann ranzoomen. Ich kann's Ach, drehen. jetzt endlich. Ja, okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo es deckungsgleich sein muss. Hallo? Da ist es, okay. Natürlich direkt war natürlich das Letzte. Natürlich. Ja, aber es stimmt doch, doch, das stimmt. Ist ja dieses komisch Verzerrte. Und das untere kann Das ich nicht unterste ist bewegen. fest. Okay, alles klar. Das nächste Mal sagt ihr mir das bitte vorher. Ich wollte schon sagen, man kann doch irgendwann bestimmt wieder nicht bewegen.
Ich habe vorhin ja gesagt, man muss die richtige Perspektive haben und dann auch noch doppelklicken und dann klappt es. Aber ich habe das anscheinend vorher nicht richtig gemacht. Okay. Uiuiui. Jetzt sind wir aber doch schon wirklich ziemlich in der Mitte dieses ganzen Teils, oder nicht? Und da muss ich jetzt bestimmt dieses Element draufsetzen. Vielleicht. Ich warte mal, bis die Kamerafahrt zu Ende ist. Wir sind von einem Dachboden ausgedingst ins Nirgendwo. Uiuiuiui. Ich weggehen, ich will es behalten. Blut! Oh, ist die Musik jetzt laut. Es tut mir jetzt leid, dass das bei euch auch so laut ist. Boah. Ich höre es nicht. Ja, toll. Und jetzt ist unser Element weg. Na, ja. Vielen Dank auch. Der ganze Aufwand für nichts. Damit wir es wieder... Oh, da ist ein Portal aufgegangen. Und wir beschwören jetzt den Dämon vom Alten wahrscheinlich. Ja, super geile Geschichte. Und dann nimmt er uns alles weg und verflucht uns. Super. Oder schlachtet uns einfach auf der Stelle ab. Bringt ewige Verderbnis über die Erde. Wahrscheinlich gehen wir jetzt ins Licht und Ende ist... Wahrscheinlich... Zerquatschen Gott, wir gerade mit unserem Gesabbel den ganzen geilen Abspann. Keine Ahnung. Ich höre den Abspann. Hohe Priester Errungenschaft. Ja, Kapitel abgeschlossen, aber offenbar kommt immer noch was. Okay. Aber. Achso, Cliffhanger? Natürlich, muss sein. Folge ist rum und deshalb bietet sich das jetzt natürlich total an. Tja. Dann bin ich mal gespannt. Also ich glaube, dass wir jetzt aber wirklich kurz vor dem Ende sind, ja? Sollten wir eigentlich. Ich denke auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.